Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ja, hallo erstmal. Ich muss sagen, es war aus meiner Sicht eine sehr gute Trainingswoche gewesen. Wir haben uns da auch relativ schnell angenähert am Dienstag, haben da auch gar nicht uns groß mit Nebensächlichkeiten abgegeben, waren auf dem Platz, haben intensiv trainiert, haben ein paar taktische Ansätze mit reingebracht und hoffen, das natürlich dann beim morgigen Spiel in Bayreuth dann auch schon zu erkennen. Wie schaut es denn personell aus, wenn wir jetzt schon beim Spiel morgen sind? Ja, also da muss man schon sagen, da müssen wir schon so ein paar Jungs ersetzen. Wir haben ja unsere Dauerverletzten, Lukas Krüger, Noah Akbaye und Philipp Kusic. Dazu ist jetzt noch aus dem Duisburg-Spiel Robin Ziegele, der nach wie vor nicht zur Verfügung steht. Und dann haben wir eben auch noch ein paar Jungs, die sich halt krankheitsbedingt abmelden mussten mit Nils Butzen und Robert Herrmann und Can Koskun, das ist ja auch bekannt, der ist durch die fünfte gelbe Karte gesperrt. Somit stehen dann schon einige Jungs nicht zur Verfügung. Gut, und dann legen wir direkt los mit euren Fragen. Dominik, jetzt haben wir einen Trainer gehört aus deiner Sicht. Wie kommt ihr mit dem neuen Mann an eurer Seite zurecht? Was soll er da jetzt sagen? Hi, erstmal von meiner Seite. Es war ein kurzes Kennenlernen, aber dann ging es direkt auf den Platz. Es waren viele Inhalte diese Woche, was der Trainer jetzt umsetzen will für Bayreuth, spezifisch für Bayreuth natürlich. Und waren viele Dinge dabei, was auf uns eingeprasselt ist. Aber ich denke mal, dass wir das dann gut verinnerlicht haben und hoffe, dass wir das dann morgen auch im Spiel so sehen und umsetzen können. Voran Ronny Thielemann, die Zeit ist kurz gewesen seit Dienstag, also wenige Tage nur. Sie haben gesagt, dass es intensiv zugegangen ist auf dem Trainingsplatz. Gab es denn schon Zeit für individuelle Gespräche mit den Spielern, wo man ein bisschen mehr ins Detail einzeln gehen konnte, oder ist das in dieser Kürze der Zeit noch nicht möglich gewesen? Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der Trainingswoche auch gewesen, auch mit den verschiedenen Spielern, die ich jetzt erstmal da priorisiert habe, dann auch persönliche Gespräche zu führen, um einfach auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es den Jungs im Moment geht, wo sie auch aus ihrer Sicht heraus dann eben Ansätze erkennen, was wir besser machen müssen, um einfach dann auch erfolgreicher zu spielen. Aber nochmal, ähnlich wie ich es auch zur Ankunftspressekonferenz gesagt habe, der Charakter der Mannschaft, der ist top. Die Jungs wollen, die haben auch diese Woche super mitgezogen, sodass mir da auch diese erste Woche viel Spaß gemacht hat. Frage an Dominik, neuer Trainer, sicherlich dann noch neue Ansätze, neue Methoden. Was läuft denn jetzt anders als vorher im Training? Anders, also was heißt anders? Klar werden die Intensität anders, werden andere Abläufe natürlich, sind mehr auf den Gegner jetzt eingegangen, haben uns jetzt anders vorbereitet, aber jetzt müssen wir das halt natürlich auch umsetzen. Das ist das Wichtigste jetzt, das ins Spiel reinzubringen und das wird das Wichtigste sein halt. Es geht ja gegen Bayreuth. Wie haben Sie die Mannschaft, konnten Sie die irgendwie beobachten, haben Sie Videos angeschaut, weil ich weiß nicht, Sie waren ja vorher in der zweiten Liga tätig, jetzt in der dritten kann man ja gar nicht so mit einmal alle Mannschaften sich angucken, oder wird das jetzt von Spiel zu Spiel gemacht, wie ist das so? Ja, in erster Linie ist die Trainingsarbeit in der Woche im Trainerbüro schon auch den kommenden Gegner im Video anzuschauen, dann hatten wir auch jemand in Osnabrück gehabt, der Bayreuth speziell nochmal angeschaut hat und somit haben wir dann diese gesamten Informationen zusammengeführt, um dann einen gewissen Matchplan zu entwickeln, den wir dann auch den Jungs diese Woche mitgegeben haben. Und es ging jetzt gar nicht darum, so viele verrückte Informationen weiterzugeben, sondern es geht auch darum, die Jungs in dem, was sie gut können, dann auch zu bestärken und einfach auch unsere Stärken, die wir zweifelsohne haben, dann auch am Spieltag in die Waagschale zu werfen. Wie erwarten Sie Bayreuth? Die haben ja jetzt die letzten zwei Spiele, glaube ich, immer so in den letzten Minuten noch irgendwie gewonnen. Oder auf alle Fälle haben sie gegen gar nicht so schlechte Mannschaften doch gewonnen. Ja, also bei Bayreuth muss man ganz klar sagen, sie haben jetzt eine gewisse Stabilität drin, obwohl sie immer mal gewinnen und dann wieder ein verlorenes Spiel haben, aber eben auch gegen starke Gegner wie Wien Wiesbaden. Und da erkennt man schon auch eine Weiterentwicklung. Nicht nur, dass sie eben auch sehr kompakt stehen, sehr zweikampfstark, aggressiv spielen. Das haben sie schon vorher gemacht, sondern sie entwickeln auch Lösungen mit Ball.
Und da gilt es dann ganz einfach anzusetzen und dann eben auch unsere Stärke da entgegenzusetzen. Zweikampfstärke. Zum Beispiel. Dominik, Torschütze in den letzten Spielen, du hast entscheidende Tore für den FSV erzielt. Wie hoch ist trotzdem dieser Druck, auf dem vorletzten Tabellenplatz zu stehen? Ja, natürlich, Druck ist, glaube ich, in jeder Tabellensituation da, egal ob man weiter oben steht oder weiter unten. Natürlich wollen wir über den Strich kommen, das ist ja ganz klar, das ist unser Ziel, was wir von Anfang an gesagt haben. Und das gilt es halt morgen dann zu beweisen und wir fahren dahin, um natürlich 3 Punkte zu holen. Vielleicht nochmal was zum Ablauf. Bei dieser Auswärtsfahrt ist ja vergleichsweise kurz die Strecke. Geht es da heute noch los oder fahrt ihr morgen? Wie ist das geplant? Nein, also wir werden auf jeden Fall heute nach der Trainingseinheit dann noch einen kleinen Imbiss zu uns nehmen. Dann geht es in den Bus und dann fahren wir nach Bayreuth. Haben eine gleiche Vorbereitung, wie es eben auch vor anderen Auswärtsspielen ist. Egal, ob die Fahrt jetzt kürzer oder länger ist. Bereiten uns dann so gut es geht vor, so professionell es geht vor. Und dann wird der Ablauf morgen, werde ich den Jungs heute Abend noch mitteilen, der wird dann so sein, dass wir uns komplett auf das Spiel fokussieren können. Wir haben es im Vorfeld gehört, es werden ganz viele Zwickauer Fans mitfahren. Und das ist doch wieder ein richtig tolles Signal. Absolut. Das ist, die Fans sind einfach das Salz in der Suppe. Das merken die Jungs auch immer. Da ist dann nochmal eine ganz andere Unterstützung da, selbst bei einem Auswärtsspiel. Und wir sind auf jeden Fall da auch in der Bringeschuld, einfach da auch so viel mit Leistung voranzugehen, um eben auch unsere Fans dann auch dafür zu belohnen, dass sie uns so zahlreich unterstützen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Darüber freut sich jeder Spieler und auch jeder Trainer. Gut, dann lassen wir das gleich mal als Schlusssatz stehen. Danke euch für euer Erscheinen und wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder. Danke. Okay, danke. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.